Im Zoo in Salzburg ist am Dienstagmorgen eine Tierpflegerin von einem Nashorn angegriffen worden und zu Tode gekommen. Die 33-Jährige sei am Morgen im Nashorngehege ihren täglichen Routinearbeiten nachgegangen. Plötzlich sei eines der Tiere auf die Pflegerin losgegangen, teilte die österreichische Polizei am Dienstag mit. Außerdem wurde ein Pfleger schwer verletzt, als er seiner Kollegin zu Hilfe kommen wollte. Der 34 Jahre alte Mitarbeiter habe versucht, das Tier zu verscheuchen und sei dabei ebenfalls angegriffen worden, so die Polizei in Salzburg. Die Frau starb an der Unglücksstelle, ihr Kollege wurde für eine Notoperation in ein Krankenhaus gebracht. Der Zoo teilte in Online-Medien mit, dass er am Dienstag nicht öffnen werde.